erwehren ist nicht schwer. Vater sein dagegen sehr. Erstes wird gern geübt, weil es allgemein beliebt. Selbst der Laster hat gezeigt, aber gar nicht abgeneigt. Nur will er mit seinen Sünden keinen guten Zweck verbinden, sondern wenn die Kosten kommen, fühlt er sich angstbeklommen. Dieser halt besonders scheut er die fromme Geistlichkeit, denn ihm sagt ein stilles Grauen, das sind Leute, welche trauen. Solch ein böser Mensch verbleibt lieber gänzlich unbeweibt. Ohne einen hochgeschätzten, tugendhaften Vorgesetzten irrt er in der Welt umher, hat kein reines Hände mehr, wird am Ende krumm und faltig, grimmig, gräulich, ungestaltig, bis ihn denn bei Nacht und Tag gar kein Mädchen leiden mag. Onkel heißt der günstigen Falles, aber dieses ist auch alles. Oh, wie anders ist der Gute. Er erlegt mit frischem Mute die gesetzten Gebühren, lässt sich redlich kopieren, tut im Stillen hoch erfreut. Das, was seine Schulden zeigt, steht dann eines Morgens da, als sein Vater und Papa, und ist froh aus Herzensgrund, dass er dies so gut gekonnt.